Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 Frage und Antwort. Mich hat eine sehr gute Frage erreicht, die muss ich aktuell vorschieben, beziehungsweise eigentlich sind es sogar zwei Fragen, die in einer gestellt wurden. Die kommt von dem Patrick aus Schloss Neuhaus. Erstens, warum treibst du Sport? Und zweitens, was für Sport treibst du? Naja, so viel möchte ich schon mal verraten. Es ist zurzeit im Fitnessstudio, weil es draußen sehr kalt ist. Punkt Nummer 1 schon mal, ich betreibe Sport für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden, dass man auch ein bisschen fitter wird. Ich habe jetzt begonnen mit dem Sport im Oktober und habe bis jetzt meine 10 Kilo überflüssige Körperfettmasse runtertrainiert. Das habe ich hier auf diesem Crosstrainer gemacht und ja, ich fühle mich auf jeden Fall jetzt schon mal eine ganze Ecke besser. Definitiv. Ich bin fitter, man ist einfach ein bisschen leistungsfähiger. Von nichts kommt nichts. Täglich gelaufen, 2 Tage in der Woche gönne ich mir so eine kleine Sportregenerationspause, aber ich habe das bis jetzt diszipliniert durchgezogen und ja, ich fühle mich auf jeden Fall fitter, leistungsfähiger, es geht mir besser, man schläft auch noch ein bisschen ruhiger. Zusammenfassend gesagt, zurzeit liegt der Fokus auf dem Ausdauersport und wenn ich noch ein bisschen Gewicht reduziert habe, so ungefähr 5 Kilo, dann geht es wieder in den Kraftsport intensiver rein. Weitere Faktoren, die mir die 10 Kilo abtrainieren leichter gemacht haben, ist Softgetränke und Alkohol, da verzichte ich jetzt komplett drauf, das gehört der Vergangenheit an, da spare ich mir auch so einige Kalorien und unnötigen Zucker. Und ich habe insgesamt meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Derzeit trinke ich 3 Liter Wasser am Tag und neben dem Wasser gibt es dann noch Kaffee, Milch und mal einen Proteinshake. Süßigkeiten und Knabbereien habe ich durch gesündere Snacks ersetzt. Und wenn ich dann doch mal Lust habe auf etwas fettigere oder zuckerhaltigere Snacks, dann wird das in bewusster, in geringeren Mengen einfach konsumiert und schon hat man das alles so ein bisschen mehr unter Kontrolle. Selbstverständlich gönne ich mir auch zwischendurch nochmal die, ja, sogenannten nicht ganz so gesunden Leckereien. Das muss natürlich auch sein, komplett verzichten ist jetzt auch nicht so unbedingt die Lösung. Dann kommen auch irgendwann vielleicht wieder die Heißhungerattacken. Bis jetzt fühle ich mich damit ganz gut mit der Ernährung und ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie gefrustet, weil ich irgendwie mich disziplinierter ernähre und ein bisschen vielleicht dann doch wieder mehr verzichte, als mir zu gönnen. Ein grundsätzliches Fazit ist auf jeden Fall schon mal, dass ich nach selbst 2 Monaten Sport fitter bin, leistungsfähiger bin und ja, schauen wir mal, worauf das hinausläuft. 2 Tage in der Woche gehören für mich zur sportlichen Regeneration und die anderen 5 Tage gebe ich Vollgas. Was ich euch am Ende des Beitrags noch auf den Weg mitgeben möchte, erstens macht immer alles im gesunden Maß. Das gesunde Maß ist immer besser, übertreibt nicht. Punkt 2, hört auf euren Körper. Wenn ihr euch nicht fit fühlt, wenn ihr müde seid, wenn ihr starken Muskelkater habt, lasst es einfach, spart euch den Sport, regeneriert euch ein bisschen. Und eine Sache, wo ich mich selber bei erwischt habe, im Sport macht süchtig. Ihr möchtet gerne irgendwann weitere Grenzen austesten und weiter, weiter, weiter. Irgendwann ist man in so einem Sporttunnel. Macht weiter, weiter, es ist mir schon oft passiert, statt 60 Minuten dann 90 Minuten gelaufen oder was auch immer. Macht es im gesunden Rahmen, sei es beim Ausdauer- oder Kraftsport. Habt Spaß an der Sache, das ist noch viel wichtiger. Macht es nur, wenn ihr Spaß an der Sache habt. Ja, lieber Patrick, ich hoffe, ich konnte deine Frage zufriedenstellend beantworten. Es sind sogar ein paar Randdetails mit bei, die du nicht erfragt hast, aber ich wollte einfach mal ganz offen und locker darüber sprechen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir gerne über die verschiedenen Wege der sozialen Netzwerke oder schreibt unten im Video in die Kommentare mit rein.
Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst gerne mal einen sportlichen Daumen da. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Hier noch ein Videovorschlag für euch. Und wie ich immer so schön sage, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns die Tage.